Hallo Rasenfreaks, schön, dass ihr wieder da seid. Ja, der Rasenfreak hat Schwierigkeiten, aktuelle Videos zu machen. Wen wundert's? Das Wetter ist gruselig, es ist dunkel, es regnet seit gefühlt Wochen, es ist alles nass. Außerdem habe ich wieder angefangen zu arbeiten. Deshalb habe ich mir überlegt, zeig doch nochmal deine Südkante. Ja, und das machen wir heute. Ich zeige euch nochmal die Entwicklung der Südkante. Was ist passiert? Wir haben im Sommer diesen Jahres eine Motorradreise gemacht. Meine Frau und ich sind zum Nordkap gefahren und das war eine sehr, sehr coole Sache. Könnt ihr euch ja mal angucken, wenn ihr das wollt. In einer Playlist gibt es Nordkap 2018. Da habe ich unsere Reise ein bisschen dokumentiert. Wenn ihr Lust darauf habt, guckt das euch gerne mal. Ja, und 6,5 Wochen waren wir unterwegs und ich habe mich entschieden, meine Bewässerungsanlage nicht laufen zu lassen. Das war ein großer Fehler, denn es war so heiß wie nie in dem Sommer 2018. Ich hatte ein bisschen Angst davor, die Bewässerungsanlage laufen zu lassen, weil ich habe schon zweimal einen Schlauchplatzer gehabt. Einmal ist so eine Kupplung, eine Gardena-Kupplung geplatzt und dann ist in einem irren Wasserstrahl das Wasser stundenlang hier auf unser Grundstück gelaufen. Gut, dass die Nachbarn das entdeckt haben, das wollte ich nicht nochmal riskieren. Deswegen habe ich mir gesagt, komm, egal, jetzt ist die Reise dran, lass den Rasen Rasen sein. Ich schalte die Bewässerungsanlage ab, egal was kommt. Und es kam das Schlimmste, was man sich für Rasen vorstellen kann. Trockenheit, Trockenheit, Trockenheit. Und der Rasen war komplett vertrocknet, das war schockierend. Aber dann habe ich angegriffen, dann habe ich wochenlang, monatelang gegen diese Trockenheit angekämpft. Ihr seht jetzt, wie sich der Rasen entwickelt hat, was ich so alles gemacht habe. Viel Spaß dabei, bleibt dran! Total vertrocknet. Es kommt zwar langsam, aber das muss hier besser werden. Hier sieht das richtig übel aus. Da hat er richtig reingefräst. Und eine Südkante. Na, da bin ich ja mal sehr gespannt, was das jetzt wird. Ach. Fairway Nachsaat. Hallo Freaks, ich liege hier auf meinem Rasen, ich schaue nach den ersten Helmchen, da sind die ersten Helmchen. Ja, das geht nicht so schnell wie ich dachte, das ist schon nicht schlecht, also ja, sie kommen alle. 6 sollte er haben, also richtig lang, so 6 cm, das ist boah, so viel, boah, das kann doch nicht sein, ne? 6 cm, 2 cm, 3, 4, 5, 6 cm. Dann kann ich ihn erst mähen. Also doll ist das nicht. Ja, aber ich mähe trotzdem. Nächste Woche geht's los. Da wird jetzt gemäht. Ja, der ist nur 4. Das ist nicht gut. Dann mähen wir jetzt endlich mal die Südkante. 5 bis 6 cm nächste Woche. Soll noch so warm bleiben, es ist ja ein unglaublicher Herbst. Ich habe ja nun vor ein paar Tagen das erste Mal die Südkante hier mit meinem Spindelmäher geschnitten. Und jetzt sieht man ganz faszinierend die einzelnen, die ersten Halme, die da sind. Und man sieht die ganzen kleinen Puscheln, die sich um das geschnittene Gras bilden. Das ist unglaublich, das ist total irre. Also überall, das Gras ist ja faszinierend. Man schneidet es ab und dann wächst das abgeschnittene Gras weiter und unten drunter spritzen neue Gräser, neue Helmchen raus. Und deswegen sieht das so puschelig aus. Das ist der Hammer. Fast schon Mitte November.
Und hier ein kleines Update nochmal zu meiner Südkante. Das sieht mittlerweile richtig, richtig, richtig gut aus. Ja, Freaks, die Südkante sieht klasse aus. Schon sehr, sehr gut nachgewachsen. Ziemlich dicht schon. Super. Also, top Sache dieses Jahr. Total vertrocknet. Es kommt zwar langsam, aber das muss hier besser werden.